Moin, liebe Wasserfreunde, und willkommen zu einem neuen Film. Es ist mittlerweile Winter geworden und ich sitze hier mit dem Steven zusammen, den ihr vielleicht aus einem anderen Film von mir schon kennt, mitten in Berlin an einem Hafen. Und wir haben uns überlegt, wir packen unser Karpfengeschirr noch nicht weg. Und der Steven ist daran nicht ganz unschuldig. Der hat gesagt, komm, wir machen mal was diesen Winter. Und das erzählt er euch jetzt, was wir vorhaben. Ja, moin moin. Ja, wir haben es schon Winter und noch nicht so richtig Lust, unser Karpfenzeug wegzupacken. Und haben uns überlegt, wir greifen nochmal an der Spree an, weil wir glauben, dass wir hier gute Voraussetzungen haben, nochmal ein paar Fische abzugreifen dieses Jahr. Die Temperaturen sind gut, die Laune ist bestens und wir haben richtig Bock. Auf jeden Fall. Und jetzt geht's erstmal los. Jetzt müssen wir Spots finden. Und dafür brauchen wir diese beiden Dinger. Unsere Lotrute und ein Thermometer. Ganz wichtig. Und was es damit auf sich hat, das zeigen wir euch. Unser wichtigstes Gerät ist eigentlich wie fast immer beim Karpfenangeln die Lotrute. Gewässertiefe bestimmt eigentlich hier im Winter auch alles, zumindest aus unserer Sicht. Wir sind jetzt hier ein paar Stellen abgelaufen in Berlin, haben uns Häfen angeguckt, haben uns Warmwasserzuläufe angeguckt und suchen mit der Lotrute jetzt die Plätze ab und gucken, wie sich die Gewässerstruktur bodenmäßig verhält. Also wir suchen noch in den tiefen Häfen die tiefsten Stellen, weil wir denken, dass da erstens, dass Wasser möglicherweise etwas wärmer sein könnte und zweitens, dass die Strömung auch nicht so stark ist. Die Fische sind im Winter jetzt sehr stark darum bemüht, so wenig Energieaufwand wie möglich zu haben. Das heißt, sie versuchen sich aus diesen strömungsharten Bereichen zurückzuziehen und deswegen sind wir hier in den Häfen unterwegs. Was haben wir denn gemacht bisher? Ja, wie du schon meintest, wir gucken nach strömungsberuhigten Bereichen, wir gucken nach Warmwasserausläufen. Warmwasserausläufe deswegen, weil es liegt auf der Hand, umso wärmer das Wasser ist, umso mehr kann der Karpfen fressen, umso mehr kann er Kraft investieren oder hat mehr Kraft, um zu verdauen und kann weiter sich darauf konzentrieren zu wachsen. Wenn wir kaltes Wasser haben, da wird der Karpfen nicht großartig aktiv sein. Umso wärmer das Wasser, umso weniger müsst ihr darauf achten, dass das Wasser ruhig steht. Der Karpfen kann bei 10, 12 Grad warmem Wasser an warmen Wasserausläufen auch ruhig in der Strömung stehen. Das interessiert ihn dann null, weil er einfach viel mehr Kraft hat und dort gibt es Futter, da gibt es all das, was er im Sommer oder im Frühjahr auch findet. Ihr müsst nur darauf achten, dass wenn ihr in kalten Bereichen 8 Grad drunter, müsst ihr mit dem Futter aufpassen und dann müsst ihr echt gucken, dass der Fisch still steht. Durch das Loten und durch das Messen der Wassertemperatur haben wir uns zwei Spots in Berlin ausgeguckt, die wir uns jetzt näher anschauen wollen. Und zwar machen wir das mit einem Echolot. Wir werden aufs Wasser fahren und werden gucken, wie die Gewässerstruktur unter Wasser aussieht. Wir werden nach kleinen Kanten suchen, nach Löchern suchen, nach minimalen Strukturveränderungen, nach fließberuhigten Bereichen. Und wir werden natürlich die Wassertemperatur im Auge behalten, denn die gibt uns nachher viel, viel mehr Spielraum und vielleicht den einen oder anderen Fisch mehr. Genau. Wir haben uns jetzt nämlich als ersten Spot hier einen Ausfluss von einem Kraftwerk ausgesucht. Das bietet sich hier in der Stadt ja immer an. Jetzt bin ich heiß wie Frittenfett. Das Boot wird aufgepumpt, ab aus Wasser und dann gucken wir uns das Ganze mal richtig genau an.
Grad. Sehr, sehr kalt. Wir haben in den Bereichen, die wir beangeln wollen, haben wir locker 9 Grad auf dem Grund. Oberflächentemperaturen, Unterschiede teilweise von 5 Grad. Damit hatten wir eine potenziell richtig heiße Stelle. Also es hat sich jetzt vollkommen bestätigt, was wir auch schon geahnt hatten. Der Kraftwerksausfluss da hinten bringt uns den absoluten Hotspot hier. Wir haben hier einen Wärmeunterschied von 3,5 Grad im Vergleich zu dem Wasser, was in dem Hafen in die Richtung ist und zum Hauptstrom auf jeden Fall noch mehr. Das heißt, wir haben hier absoluten Hotspot und hier werden wir jetzt erstmal den Futterplatz anlegen. Wir werden jetzt hier über die nächsten Wochen konstant versuchen zu füttern. Täglich bis alle 2 Tage wenig Futter einbringen. Wir haben zwar eine Wassertemperatur von fast 10 Grad hier. Wir schätzen, dass die nächsten Tagen oder Wochen wahrscheinlich nochmal 2-3 Grad runtergehen wird. Deswegen werden wir nicht ganz so viel füttern. Wichtig ist trotz alledem, wenn ihr wenig füttert, dann setzt wenigstens darauf, dass ihr gutes Futter einsetzt. Und gerade im Winter ist es wichtig, dass der Karpfen Futter, das was er aufnimmt und da wo er Energie investieren muss, dass das gutes Futter ist. Der Karpfen kämpft ja hier quasi ums Überleben und dann könnt ihr ihn da auch echt gut unterstützen, wenn ihr gutes Futter kauft. Wir setzen ein bisschen auf Hanf, auf Boilies. Wir haben wenig milchbasierte Boilies bei und der Rest ist eigentlich alles so fischmehlbasierte Boilies. Wir glauben einfach, dass wenn wir davon 200-300 Gramm am Tag reinwerfen, bei dieser großen Wasserfläche, dass es genug ist und das ist gutes Futter. Und dann schauen wir mal. Nach 2 Wochen fleißiger Fütterei ging das hier auf unserem Platz ab.
konnten es gar nicht erwarten, unsere Routen auszulegen. Doch es sollten nochmal 2 Wochen vergehen, weil die Weihnachtstage dazwischen kamen und keine Zeit war, bis wir das erste Mal richtig angreifen konnten. Heute an diesem wunderbaren sonnigen Wintertag. Wir haben es endlich geschafft. Das neue Jahr ist mittlerweile in vollem Gange und wir sitzen das erste Mal dieses Jahr am Wasser. Und endlich können wir unseren Spot, den wir schon so lange gefüttert haben und wo wir gesehen haben, die Karpfen haben den angenommen, können wir jetzt endlich beangeln. Ja, wir sind hier heute Morgen angekommen und mussten übersetzen mit dem Boot, weil wir von da drüben nicht angeln dürfen, weil es eigentlich ein Privatgelände ist. Und deswegen sind wir mit dem Boot jetzt hier, haben es ein bisschen umständlicher gemacht. Zweites Problem war, dass letzte Woche saukalt war und die Spree völlig zugefroren ist und auch bis vorne an unseren Spotrand zugefroren ist. Ich habe vorhin versucht, mit dem Kescherstab vom Boot aus die Fläche nochmal frei zu machen. Das ging nur bedingt. Wir hatten teilweise Eisdicken von 1 Zentimeter oder so und das geht einfach nicht mehr. Und da kam ich nicht durch und da wollte ich es dann auch nicht mit der Brechstange versuchen. Deswegen haben wir uns jetzt hier in den Kanal zurückgezogen, in dem eigentlichen Zuflusskanal. Da ist das Wasser natürlich auch noch am wärmsten. Haben die Ruten fertig gemacht, gefüttert. Zum Futter gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. In anderen Videos werdet ihr es bestimmt schon oft gehört haben, im Winter soll man nicht so viel füttern. Das halten wir uns halt natürlich auch. Der Stoffwechsel der Tiere ist bei 4 Grad Wassertemperatur sehr gering und sie verdauen halt nur sehr langsam. Und deswegen haben wir unser Futter eher danach ausgerichtet, dass es schnell arbeitet über Milchproteine und wenig Beulis. Also wir haben immer so pro Route 5-6 Momen daneben geschmissen und den Rest über einen PVA-Beutel mit einem Spotmix, der halt hauptsächlich auf Milchproteinen basiert. Damit erhoffen wir uns halt einfach, dass der Spot schnell arbeitet, die Fische das Futter schnell finden und nicht so schnell satt sind und vielleicht nochmal wiederkommen oder ein paar mehr kommen. Ja. Ja, so sieht's aus. Jetzt machen wir hier eine 12-Stunden-Session. Es ist jetzt Vormittag, kurz vor Mittag. Die Ruten liegen alle. Und jetzt sind wir guter Dinge, dass es gleich knallt. Oh.
Was ist denn eigentlich mit meinem Kopffinger los? Da ist was dran. Boah, macht der Ball nicht, Alter. Hier muss ich aber hart drin. Petri, erste Fisch 2016, ja, was wird der haben? 4 Kilo, trotzdem echt schön, hat gebissen auf dem Fisch, Boili, ja, und dann geht er wieder rein. Jetzt geht's los, Leute. Wir sitzen den ganzen Tag hier. Kaum wird's dunkel, fangen die Ruten an zu laufen. Erst sieben schöner Fisch. Da haben wir uns schon wahnsinnig drüber gefreut im Winter. Und 5 Minuten später dieser wunderschöne Schuppi hier. Ich würde es nicht wundern, wenn das einer ist, den wir auf der Aufnahme hatten. Der ist hier vorne gleich an den Pollern abgelaufen. Den musste ich ganz schnell drillen. Schwierige Stelle. Wunderschön. Winterkarpfen, guckt euch die Färbung an. Es hat sich gelohnt, hier zu sitzen. Es hat sich gelohnt. Schön. Na dann, frohes Neues. Ja, muss man sagen, gleiche Stelle. Fisch, Boili, wenige Minuten, also eigentlich eine Stunde später vielleicht jetzt, ne? Als Philipp seiner. Schöner Schuppenkarpfen, ordentliches Gewicht. Ja, gibt es nicht viel zu sagen. Lass mal kurz da. Was hat denn Küche? Ja, sie werden schon drin, muss man sagen.
konnten wir heute Abend noch mal eine Karausche fangen. Überragende Größe. Sieht halt eigentlich aus wie ein kleiner Karpfen. Wahnsinn, die wird auch 2 Kilo, 3 Kilo fast haben. Wahnsinn. Ist doch abgegangen wie ein Karpfen. Freuen wir uns auch drüber. Und damit ist das Video jetzt auch zu Ende. Das, was ihr jetzt in den letzten 20 Minuten gesehen habt, war die Arbeit von knapp 2 Monaten, die wir uns gemacht haben hier in Berlin. Wir haben uns Gedanken gemacht, wir wollten euch mal ein bisschen mit auf den Weg nehmen, wie wir die Stellen entdeckt haben, wie wir sie gefüttert haben und letztendlich, wie wir sie geangelt haben. Nicht nur einfach zeigen, wir fahren zum Wasser, legen unsere Montagen aus und fangen die Fische, sondern auch diese ganze Vorbereitung, die eigentlich 80% des Angelns ausmacht letztendlich. Und immer diese Gedanken. Und es macht ja auch Spaß, darüber nachzudenken. Und das wollten wir in diesem Video auch einfach mitvermitteln, wie wir in diesem Winter vorgegangen sind. Es hat ja zum Teil ganz gut geklappt. Wir haben noch eine zweite Session gemacht, die weniger geklappt hat. Dazu erzählt Steven mal einen Schlag. Ja, wo wir hier dann recht erfolgreich waren, hatten wir uns gedacht, wir setzen vielleicht nochmal einen zweiten hinterher und sind ein bisschen weiter in die Stadt reingefahren und haben da nochmal einen Auslauf, einen Warmwasserauslauf gefunden von einem Heizkraftwerk und haben uns gedacht, dann fangen wir dort auch an zu füttern. Ja, leider hat es alles nicht so ganz gut geklappt. Wir hatten Blässhühner am Platz und wir wussten nicht, ob der Platz vielleicht überhaupt aktiv war, ob da überhaupt Fisch war. Ende vom Lied ist, wir haben dort genauso lange gesessen wie hier und leider keinen Fisch verhaften können. Aber Winterangeln ist halt einfach auch schwer und mit einer erfolgreichen Session sind wir, glaube ich, gut bedient. Auf jeden Fall. Sehr gut bedient sind wir da. Jetzt freuen wir uns noch ein bisschen auf die Messen, die jetzt anstehen. Wir werden im Winter vielleicht noch 1-2 Mal unseren Spot hier aufsuchen. Freuen uns natürlich auch aufs Frühjahr. Wir haben viel vor. Wir wünschen euch natürlich viel Spaß bei euren Aktionen und geht raus, versucht's, man kann immer Fische fangen. Macht's gut!